Ja, hallo und herzlich schönen guten Abend. Hört sich auch komisch an, ne? Schönen guten Abend auf jeden Fall. Heute geht's weiter mit Bioshock. Nachdem ich letztes Mal die Aufnahme komplett in den Sand gesetzt habe, starten wir im Prinzip ab dem Stand, wo wir auch letztes Mal aufgehört haben. Und zwar mit der Gondel, die wir schon gerufen haben, schon verteidigt haben. Und damit müssen wir jetzt hochfahren. Ja, gibt's nicht viel zu reden. Starten wir direkt wieder ins Spiel rein. Und schauen wir mal, wie sich die Story weiter verhält. So, und da sind wir dann auch schon im Spiel. Dann fahren wir jetzt mal mit der Gondel auch nach oben. So. Kommst du? Ab geht der Herr Peter. Als Sie da am Strand ohnmächtig waren, da haben Sie immer einen Frauennamen gesagt. Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid, es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Ja, das lässt man erstmal sacken. Wenn man als quasi als Pfand nach Hause gebracht wird. Oder irgendwo anders hingebracht wird. Also sie scheinen ein bisschen traurig zu sein darüber. So. Und weiter geht's. Wir jetzt plündern. Bei Mina nehme ich den hier. Ja. Komm schon. Kurz gucken, was da hinten noch alles rumliegt. Wie alles schön einpacken. Sehr schön. Gut, und weiter geht's. Wow. Ja, also geht hier direkt weiter. Oh, die haben wir aber schön aus der Luft geholt. So, sehr gut. Oh, wo war ich dann noch weh? Ja, der auf der Tabelle zu. Gut, so, alles eingesammelt. Oh. Schreibtisch können wir noch abklappern. Den einpacken. So. Da liegt noch was. Gut. Gut, und dann kann ich glaube ich weiter. Ich glaube, Munition kaufen wir jetzt nicht nochmal extra. Das sollte auch so noch reichen. Oh, mal eine Etage höher oder runter. Höher. So, man nennt sie also den falschen Hirten. Und dich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommen? Entweder die haben einen Propheten in ihren Reihen. Haha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. So, und da sind wir dann endlich am Luftschiff auch angekommen. Wir können dann Richtung Paris übersetzen. Hoffen uns aber erstmal die Taschen voll hier. Salz ist voll. Wofür nehme ich das? Also, ich teste für die. Ich glaube, ich mache das jetzt mal tatsächlich für die Gesundheit. Ich fühle mich schon besser. Gut. Gibt es hier auch, glaube ich, nicht weiter was zu erkunden? Dann würde ich sagen, starten wir durch. Hier. Oh, danke. Gut so. Geduld. Enter, Bereich verlassen. Aha. Alles okay? Ich will Paris sehen. Ich will alles sehen.
Tja, das kannst du jetzt auch. Es gibt niemanden. Moment, was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, es... Das ist pura teuer. Na komm, alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können... Ja, da habe ich wohl mal kassiert. Kam jetzt nicht so gut an, dass ich sie jetzt einmal so jetzt fand. Nimm sie auf meinen Arm, ja. Also dieser berühmte falsche Hirte. Hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy? In Person. Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringend. Wirklich? Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, DeWitt. Die Frage ist, zu wem hältst du? Comstock ist der Gott der Weißen, der Reichen, der Erbarmungslosen. Wenn du zum einfachen Volk hältst, komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. In Finkton unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Hol sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück. Ich muss Elizabeth finden, bevor es zu spät ist. Ja, das sind dann wohl die Vox Populi, die quasi, wenn man so will, vielleicht die Opposition darstellen. Oder die Vereinigung der Unterdrückten. Ja, alles nach Sklaverei aus. Und geht schlafen. Einfachheit ist Schönheit. Auch irgendwie ganz nach dem Motto der Nazis, irgendwie Arbeit macht frei. Sieht doch irgendwie alles ähnlich aus. Was denn noch? Dieses privater Grund. Wenn du Ärger suchst, stehe ich liebend gern zur Verfügung. Was machst du, wenn ich hier einfach rumgehe? Oha. Oh, ich glaube, ich schieße runter. Bin ich ruhig? Ist ja gut. Ist ja gut. War es zu spät? Es war zu spät. Ich hätte mich nicht... Ja, vielleicht hätte ich mich jetzt nicht mit dem... Ach du Scheiße. Scheiße. Was schießt denn da? Was ist das denn? Oh. Hier haben wir hier den Ballon. So.
hat er. Oh. Was schießt er denn? Achso. Vorzahlung. Der Genosse des Mangels und der Spießgeselle der Krankheit. Ich werde nicht zulassen, dass ein Anarchist zwischen euch und euren Lebensunterhalt tritt. Oh. Was ist denn Lulu? Oha. Ah! Sag mal! Wo kommst du denn her? Oh, keine Munition mehr. Hängt beim schlechtesten jetzt gerade. Oh nee, ey. Ah, das ist schlecht. Du hast ja schon keinen Kopf mehr. Oh ja. Oh, der ist kaputt. Eieiei. Rüber, kommen wir über das Schiff wahrscheinlich. Mal schnell rüber rennen. Bescheuert ist, ich weiß, dass man dieses Level auch ohne irgendwelche Probleme so durchspielen kann, ohne dass man jetzt hier Stress hat. Aber ich habe mir leider mit dem Typen da angelegt. So, wohl. Shotgun da auf die Entfernung gesteckt. Ich habe keine Munition für die anderen. Oh, naja, durchrennen. Rums. Oh, und nochmal. Und rums. Oh, oi, das ist welcher der Kopf. So. Die große Waffe, da habe ich meistens zu wenig Munition, ehrlich gesagt. Deswegen lasse ich die meistens liegen. Gut, das wäre natürlich immer noch mehr Munition als die 5 Schuss hätte ich sogar noch gehabt. Aber ich wollte das eigentlich so lösen. So. Das einpacken. Wie gesagt, normalerweise hätte ich hier gar nicht kämpfen müssen, aber weil ich natürlich so dumm bin und auf dem Deck von dem Schiff da rumturnen musste. Schon ein bisschen so Nazi-mäßig Eis vor. Okay. Der uns jetzt feindlich gesonnen? Nö. Salz bekommen. Okay. Hau bloß ab, du Drecksgöre. Willst du wissen, was wir mit hübschen blinden Passagieren machen? Oder nicht? Hey! Hey, jetzt warte doch mal! Gehen Sie weg! Bleib hier! Wo sie jetzt hin? Oh, die Augen offen halten, dass ich noch irgendwie Munition finde am besten. Ich will bloß mit dir reden! Sie sollen weggehen!
Gut. Gut. Elizabeth! Dann komm ich hier vorbei. Jetzt warte doch! Nutzt sie ihr imaginären Fenster. Dich. Vorsicht! Weg da! Aus dem Weg! Hauen Sie ab! Oh, verdammt! Ich werde nicht mitkommen! Geh nicht da rein! Nein! Ey, ja. Jetzt wurde sie erstmal von der Polizei gefangen genommen. Schlecht. Es muss einen anderen Weg geben. Man nannte Slade ein Monster und einen Verräter. Oder? Ich kenne die Männer, die mit Captain Slade in der Hall of Heroes starben. Es ist keine Schande, zu ihnen zu gehören. Die Schande liegt bei uns, die wir uns vor der Halle versammelten. Nicht wir waren es, die vielen. Und ich empfinde Neid auf die, die unter seinem Banner starben. Wow. Irgendwas sagt mir, dass wir gleich hier ein bisschen Spaß bekommen, ne? Munition erstmal. Noch irgendwas? Nee. Kann nochmal rumgehen. Aber finden wir was? Nö. Nur leer. Und das Scharfschützengewehr nehme ich mir jetzt nicht. Nicht mit. Oh. Handyman? Was ist ein Handyman? Wahrscheinlich ein Smartphone-Verkäufer. Der hat wahrscheinlich die neuesten. Vielleicht die neuesten Covers und also ein Kram. Da ist was. Oh, jetzt habe ich die natürlich auch aufmerksam gemacht. Oh, da ist eine Scheibe vor. Hier noch welche. Ah! Was tut denn hier? Okay. Gut einheilen hier alles. Ohne springen. Was? Was schießt hier? Wo? Ey, ey, jetzt wird er mal unübersichtlich hier. Granaten sind. Ey, ey, ey. Ey, ey, das geht jetzt aber für die Gesundheit hier. Was war das denn hier? Ist eben gerade einer hochgesprungen, oder? Oh! Ich nehme nicht. Ja, lad erstmal nach. Oh Mann, ich habe gar keine Munition mehr, das wäre noch besser. Ah, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Wo sind wir her? Einen Schuss habe ich noch! Ja, Munition, Munition. Was mach ich denn nochmal? Oh, oh, das sieht schlecht aus. Ah. Wo willst du hin? Oh Mann, ey. Was zum. Hä? Nee, die Tür? Was war bin jetzt ich? Los? Wo bin ich? Hallo? Okay.
2 ist hier in der Polizeistation drin. Hier, so, durchlöchert hier. So, das Geschütz ist schon mal kaputt. Oh, was haben wir denn da? Schuss habe ich noch, aber hau den Braten jetzt hier gerade nicht so. Du lässt mir keine Wahl. Ich bin doch da eigentlich oben drin. War das der Handyman? Alter Schwede. Wir haben gut was ausgehalten. Nahtwerfer. So, jetzt will ich erstmal hier meinen ganzen Kram einsammeln. Geld. Munition. Jetzt frage ich mich, sollte ich vielleicht jetzt auch mal das Geld langsam ausgeben? Hausautomat. Da kann ich eigentlich nur meine Fähigkeiten verbessern. Ist immer schweineteuer. Hier kann ich Gesundheit, Munition. Hoffe, ich schaffe das. So, wollen wir sie mal versuchen zu retten. Kannst du jetzt aufhören? Ich werde nicht mitkommen. Elizabeth, warte! Ist das, haut sie einfach ab oder was? Wo ist sie jetzt hin? Rein? Nein. Wow! Mein Gott. Der Handyman. Ich glaube, bei dem kann ich mir nicht die neuesten Handycovers holen. Damit wir das Luftschiff wiederkriegen. Sie können uns hier wegbringen. Ja, ich muss nur Waffen für einen ganzen Aufstand besorgen. Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Fink. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du, Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. DeWitt. Und ein Gauner. Aber ohne Sie komme ich niemals nach Paris. So sieht's mir aus. Gut. So wirklich überzeugt habe ich sie jetzt wahrscheinlich nicht, aber... Also, Jeremiah Fink hat eine Philosophie. Ein Unternehmen ist... Gewöhnen Sie sich nicht so sehr an mich, Mr. DeWitt. Sie sind ein Mittel zum Zweck, mehr nicht. Mr. Fink ist ein guter Mann. Glaube ich mir einfach, dass ich interessiert kann. Gibt es die Kühe, die Nutztiere. Sie liefern Fleisch, Milch... Und sie arbeiten. Und dann... dann gibt es noch die Hyänen. Die Unruhestifter. Wollen wir mal zu dem Waffenschmied gehen, um die Waffen zu holen? Future ist King. Da wäre ihr Waffenschmied. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Stimmt. Was quält ihr euch, frage ich. So. Dann gehen wir mal zu dem Waffenhändler und hoffen, dass er warum solltet ihr das wollen? Liefern kann. Wer will schon all die Verantwortung uns sorgen? Was ist das, eine Bank? Macht schön eure Arbeit, esst euer Essen und geht schlafen. Aus wie so eine Bank oder irgendwas. Schön, da hinten blinkt alles, da muss ich also einmal mal reinkommen. Willkommen
Personalabteilung von Fink Industries. Das ist das Arbeitsamt. Nein. Alles klar? Keine Jobs. Wie kommen wir nach Finkten rein? Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Keine Jobs für heute. Fink Industries stellt momentan nicht ein. Kommen Sie okay. Also nicht das Arbeitsamt, aber zumindest eine Firma. Lockpicker. Ich hab das schon gesehen, da drin blinkt das wie bekloppt. Verzeihung, Sir. Aber es hat doch geheißen, hier gäbe es Arbeit. Meine Papiere sind alle in Ordnung. Das Hauspark kennt diese Stimme übrigens. Sinnvoll. Aber ich habe mein ganzes Geld für die Fahrt von Baxtontown hierher ausgegeben. Nun, kann die Stimme nicht wirklich ernst nehmen. So viele drittklassige das ist die Stimme von Randy. Okay. Und wenn ich morgen wiederkomme? Momentan arbeiten Sie nicht für Mr. Fink. Sie können also gehen, wohin Sie wollen. Ich geh aber mal hier an. So, haben wir aber noch einen Audiolog? Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein, dazu braucht man Finks Holz, einen Finkhammer und Finks Hände, die ihn schwingen. Er braucht mich, damit er sich die Seinen nicht schmutzig macht. Employees only, also Mitarbeiter. Mitarbeiter dürfen hier hin. Interessiert uns natürlich. Gänzlich wenig. So, zwei Handgriffe, das Ding ist offen. Bitte. So, jetzt gemacht. Da drüben, ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach Finkten. Und kostet uns unterwegs das Leben. Oh, wen haben wir denn da? Was? Ich hab doch nur hingezoomt. Seite, hier, bitte! Ja, Leute, bleibt mir cool. So. Das war ja klar, dass das direkt wieder eskaliert hier. So, wo ist der große Kollege? Da ist er. Frohlocke, denn der Tod hat keinen Stachel. Auf das Getriebe zielen! Erstmal nachladen. Ganz gemütlich nachladen. Das Getriebe. Da. Yeah, knallt aber gut los. Ich glaube, ich treffe das Getriebe nicht wirklich, aber... Ist der schon mal kaputt? Bedarf? Gut. Eieiei. So, jetzt machen wir die Kleinen weg. Versuch Nachschub zu liefern. Wo? Boah! Kommt ihr denn her? Ah! Wo kommen so viele? Was ist denn mit euch los? Wo ist der hin? Ich weiß auch nicht mehr, wie man einen Nahkampfangriff macht. Aber wie viele? Das gibt's doch nicht. Plündern? Oh, ja, ich bleib ruhig. Gut, das war's wohl. Das war ein bisschen viel. Ach, hier wäre noch Munition gewesen. Ne? So ein ammo-leichter Aufzug sein. Erstmal sammle ich hier alles ein, was ich finden kann.
optionale Munition bekommen. Da möchte ich aber gerne Geld für ausgeben. Was wollen Sie mit dem Ding hier haben? Einen Marienkäfer? Der Waffenschmied Chen Lin, gesucht wegen Kontakten zu gesetzlosen Daisy Fitzroy. Unser Mann ist anscheinend ausgeflogen. Das ist nicht gut, oder? Nein. Das wäre schlecht jetzt. Dann brauchen wir da eigentlich auch nicht reingehen. Verschlossen. Eine Sekunde. Oh, sie guckt aber immer noch böse, ne? Fertig. So, Geld habe ich jetzt. Das könnte ich jetzt gleich schon mal wieder ausgeben. Nichts weitermachen. Was denn? Ich muss ständig immer auf die rechte Maustaste. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie rechte Maustasten-Tourette. Gut, hier ist der Aufzug. Gucken wir den nochmal. Was macht sie denn noch? Okay. Hallo. Da, Slates Schrank. Der muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hatte Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Mhm. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Okay. Chance, den Audiolog zu hören, hatten wir jetzt gerade nicht. Gut, dann schauen wir mal. Ich grüße euch. Mein Name ist Jeremiah Fink. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum, seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Das sollte mir mal jemand erzählen. Ich bin mehr so wie Hummel. Ne? Mal ehrlich. So. Engeling? Vielleicht sollten... Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Warum auch nicht? Tja, der Mann hat ein Ego. Ui. Stattlich. Nur die Frage, wo das Ganze runtergeht. Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch arme Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Och, das ist ja ein Wert. Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte.
zu Preisen, speziell für die Fink-Arbeiter. Welch ehrenwerter Mann. So, dann sind wir wo angekommen. Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres mehr Besuches. Geld. Da war die Frau gleich erstmal mehr Geld schreien. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Finden Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Bin in dem Waffenschmied. Soll ich trotzdem noch den Waffenschmied finden? Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? 15 Minuten. Wer bietet 14? Höre ich 14? 10. 10 Minuten. Wer bietet 9? 9. Ich biete 9. 9 Minuten lautet das Angebot. Bieten Arbeitszeit? 8. 9 Minuten. Wer sagt 8? 8. 8 Minuten sind geboten. 7,5. 7,5 Minuten. 6 Minuten. Oha. 15 Sekunden. 6 Minuten. 5. 5 Minuten 50. Ich schaff's in 5,50. 5,50. Was ist das? 5,50. Jemand unter 5,50? Der Kohlentransport geht an den Arbeiter im blauen Hemd. Die kämpfen hier um Arbeit. Benötigt wird ein Rohrleger, ein Leck in der Pearl Street. Startgebot ist 20 Minuten. Höre ich 19? 18. 18 Minuten sind jetzt geboten. Das ist ja der Hammer. Die kämpfen hier mit ihrer Arbeitszeit. Verrückt. Einige sind unzufrieden mit ihrer Rolle hier bei Fink Industries. Aber ich sage euch, jedes Lebewesen hat seinen Platz. Wenn hier sich die Pharaos in Ägypten los auf ihre Pyramiden stellen können, hätten mal die mal Israeliten nicht die Steine dafür gemacht. Hätten die Industriekapitäne Bahn fahren können, hätten die Chinesen nicht die Schienen gelegt. Also. Das Plakat. Da ist wieder eine Chiffre drauf. Dann müssen wir also das Codebuch finden. Ja. Hm. Sieht aus, als hätten wir alles in den Good Time Club geschafft. Vielleicht finden wir es ja dort. Good Time Club? Höchstwahrscheinlich finden wir das da. Ich hoffe, das lohnt sich, das dann auch zu suchen. Oh, achso. Ey, Idiot, warum? Ich komme immer auf die rechte Maustaste. Och Mann, nein. Nicht petzen. Oh nee, ich glaube, die haben schon. Ach, scheiße. Oh, nur vier Polizisten. Er hängt hier auf halb acht. Er betet wahrscheinlich noch, oder so? Hallo? Ach man, ich komme ständig auf die rechte Maustaste. Irgendwie habe ich da tatsächlich eben so ein blödes Tourette-Problem. Ah! Ach Mann! Alles unnötig. Wo schießt das Ding denn? Ach denn. Gut, das war's wohl. Alles geschlossen hier. Wollt ihr wissen, was Daisy Fitzroy und ihre Anarchistentruppe wollen? Streikt, sagen sie. Legt die Arbeit nieder, sagen sie. Ich sage euch, sobald ihr das tut, werdet ihr sehen, wer diese Hyänen wirklich sind. Ich frage euch, wo werden sie sein? Und eure Jungs haben Mumps und ihr habt nichts auf dem Tisch außer Reue. Seht ihr nicht, was die Vox Populi verkauft? Sie verkauft Träume. Und Träume sind nicht billig. Boah, auf einmal bewegt er sich. Gut, für Scharfschützengewehr mehr als genug Munition jetzt gefunden. Gut. Jetzt will ich natürlich noch den Laden. Factory. Hier ist der Waffenhändler, lustigerweise. Hier ist es, Booker. Ja. Shen Lin.
Waffenschmied. Und bevor ich da jetzt reingehe, wollte ich nochmal den anderen Laden suchen, den sie eben erwähnt hat. Good Time Club. Und da drin soll ich ja... Soll ich ja... Oh Mann, die schießen die immer auf mich. Weil ich einmal auf die rechte Maustaste komme, das kann doch nicht wahr sein. Hier scheine ich aber erstmal nichts zu finden. Eine Banane. Ja. Gut, ich wurde in den Club rein. Okay, David Edition Day. Aha, davon weiß ich aber nichts. Irgendwie sind wir hier schon fest eingeplant. Wenn jemand ankommt und euch erzählen will, dass ihr... Schauen wir mal. The Good Time Club. Lass uns eine gute Zeit haben. Wann ist Showtime? Komm wieder, wenn Showtime ist! Wir sollten wohl später wiederkommen. Hm. Zuckerwatte, ja. Dann soll der mir noch was entdeckt. Komm wieder, wenn Showtime ist! Ist ja gut. Da komme ich jetzt tatsächlich nicht rein? Okay, gut, dann muss ich mir das nochmal ein bisschen merken. Gehe jetzt dann doch zum Waffenhändler. Bin gespannt, wann dann die Showtime ist. Wir werden sehen. Gut. Also hier noch ein bisschen Salz. Aber dann gehe ich jetzt einfach mal straight zum Waffenhändler. Chen-Lin. So. Zweifel, dass ich hier jetzt einmal reinlatschen kann, aber... Ich muss dringend mit diesem sogenannten falschen Hirten sprechen, der so viel Ärger macht. Wir haben genug Probleme, auch ohne dass dieser verdammte Narr die Stadt zusammenschießt und die Schuld der Box in die Schuhe schiebt. Obwohl, wenn er uns entgegenkommt, ja, dann könnte er genau der Mann sein, den wir zur Lösung unserer unmittelbaren Probleme brauchen. Ja, wer, wenn nicht ich? So. Für die Waffenschmiede. Auch wieder ein eigener Bereich. Das sieht doch schon irgendwie alles so danach aus, als würde es hier gleich rund gehen. Hab was drüber gelesen. Das ist Gautama Buddha. Wer? Der Gründer des Buddhismus verbrachte 49 Tage unter einem Bodhi-Baum, bis er erleuchtet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Das kannst du haben. Wow. Hallo? Hallo? Mr. Lin? Chen Lin? Ist jemand da? Was ist hier passiert? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Hä? Heult jemand? Hören Sie das? Unten ist jemand. Kommt doch gerade von unten. Das sieht schon cool aus hier, ne? Wer ist das? Verzeihung. Dann entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Mr. Lin. Mr. Chen Lin. Booker. Mr. Lin, nicht hier. Er fort. Fort? Sie geholt. Fliegereinheit. Ich beten Gautama Buddha. Beten bringen Mann zurück. Bringen Mann zu Mei Lin. Und wo ist er jetzt? Im Club. Alle bringen in Good Time Club. Wo ist dieser Club?
Ma'am, bitte, wo ist wo dieser... Wo könnte er sein? Wir finden ihn. Lassen Sie sie. Warum nicht Vox Populi hilft Chenlin? Warum nicht Daisy Fitzroy hilft Chenlin? Wer ist die Fliegereinheit? Cops. Die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Ist das nicht die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Okay, finden wir raus, wo dieser Good Time Club ist. Ja, wo könnte der sein? Wo könnte dieser Good Time Club sein? Das wird mich jetzt wahrscheinlich mehrere Stunden meines Lebens kosten, herauszufinden, wo dieser Good Time Club ist. Finden wir hier wenigstens noch was? Nee. Doch. Schokoriegel. Oh, hat sich schon gelohnt. Ananas. Da hinten. Hier ist etwas Geld. Okay. Ja, gib her. Hier. Okay. Geld sollte ich jetzt auch langsam mal ausgeben. So. Dann gehen wir mal in den Good Time Club. Bin mal gespannt, was uns da erwartet. Mensch. Spannung. Was ist? Achtung! Handyman! Wo, was? Wo, was? Was? Ja, super, und was mach ich jetzt? Wow, Alter! Nicht hier reinkommen, kein Problem. Oh, der will einfach. Ganz ruhig bleiben. Hat er Hilfe geschrieben? Immer schön, sich Bugs vom Spielen zu... Oh, das hat mich so getroffen. Hey. Oh. Und sie bleibt da drin stehen. Das interessiert sie nicht. Die Ausrüstung. Jupp. Und dann haben wir uns. Hosen, wütende Stampfer. Uiuiui. Ich kann sie nicht leiden, Mr. DeWitt. Aber ich gebe zu, im Kampf stehen sie ihren Mann. Man tut, was man kann, Lady. So. Gut. Tut mir leid, was ich bei den Docs gesagt habe. Von wegen Gauner. Ja? Weiß nicht, wodurch ich dich umgestimmt haben sollte. Sie haben mich beschützt. Job ist Job. Hier ist es, Mr. DeWitt. Jetzt müssen wir das Herz auf Mr. Lin finden. Und nenn mich bitte Booker. Zack. Haben wir wieder ihr Herz erobert. Sehr gut. Willkommen im Gottheim-Platz, Frau oder Madam. Oder Löwe brüllt. Die Show beginnt in Kürze. Da, der Wind, mein Junge. Tja, die besten Einstellungstests sind die, wo einer gar nicht merkt, dass er getestet wird. Aber ich habe sie seit dieser Verlosung da neulich beobachtet. Sie sind ein harter Hund und in solchen Zeiten brauche ich so einen wie Sie. Was wollen Sie, Fink? Tja, es droht ein Aufstand, David. Oh. Fitzroy hat die Wilden aufgewiegelt. Da hätte einer wie ich schon Verwendung für einen alten, pinkerten Mann wie Sie. Aha. Okay. Ja, lass mich raten. Jetzt darf ich hier rein. Tada. Suchen wir Chen Lin und dann nichts wie weg. Also, ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt. Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen. Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking. Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Also, ich setze auf Sie. Er ist ein alter Hase im Umgang mit Sprengstoff. Der einzige, den ich kenne, der dabei keine Gliedmaßen verloren hat. Was? Ist das nicht ein bisschen viel? Oh Leute, ist das nicht ein bisschen viel?
Ach, ach du Scheiße, ja, 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 damit. Ich will. Ach du Scheiße. Was mach ich denn am besten? Okay, und davon kriege ich noch ein paar mehr zu bieten. Ich glaube, die Kleinen habe ich jetzt erstmal weggetan, oder? Wie lange? Wo ist er hin? Was? Was war das denn? Okay, das ist irgendwie von selber. Sich anzufangen. Ich habe ihn an der Jobbörse ergattert. Was? Wir alle. Kein Geld. Warte, Rabenmann. Wo ist er hin? Cäsar! Cäsar! Wo ist er? Da hinten kommt er. Ich suche noch. Danke. Okay. Boah, hier ist echt. Spitze, David. Spitze. Was? Wo? Um die denn jetzt her? Jo, lad erstmal noch. Perfekt, okay. Jetzt. Das war einer. Noch einer. Was? Wie? Wo? Noch mehr? Also, genug des Vorgeplänkels. Ihr wahre Gegner ist ein Automatenexperte. Oh nee, ey. Wenn alle Sicherheitskräfte durch Maschinen ersetzen. Hat er recht? Es wären weniger Mäuler zu füttern. Man sieht immer nicht. Was ist das? Was ist mit dem Glauben? Kaputt. Da kennt man so schnell. Oh, der hätte aber Bock. Eieiei. Da wohl. Ich verfehle nie mein Ziel. Ich muss noch werden. Perfekt geteilt. Wer sieht bei Pink Industries weit bringen? Wo schießt denn überhaupt? Ist das auch eins? Achso. Dass ich noch was finde. Also. Weiße, hier! Hier! Schön! Danke. Ah ne, scheiße, daneben. Mindestens ein Geschütz noch, ne? Ja. Alles. Soll ich aufschießen? So. Ich gratuliere, der Wind. Ob sie der Richtige sind für den Job. Aber jetzt kann ich sagen, dass ich mich getäuscht habe. Ich bin nicht interessiert an Ihrem Job, Fink.
Also, ich weiß alles über Ihren kleinen Job für Fitzroy. Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden. Sicherheitschef? Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt. Eine harte Nuss. Aber ich verspreche Ihnen, ich kriege, was ich will. Na super. Oh. Okay. Das finde ich jetzt hier auch nicht mehr wirklich was. Okay. Dann muss ich da wohl reinlatschen. Booker, da drüben ist eine Tür. Ich glaube, hier geht's runter. Nichts, nichts. Audiolog. Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, da zweifelte ich an deinem Verstand. Aber du hast mit diesen Dingern nicht nur ein Vermögen gemacht, du hast mir auch den Weg gewiesen. Bruder, kommt jetzt auch noch ins Spiel? Okay. Es wird 2012, bis ich mich für einen wie dich interessiere. Hier stimmt was Gegner! Nicht. Oh. Ah, dann her damit. Ah, jetzt. Das wirfst du mir den Rumpf zu. Ding, ich soll Sicherheitschef werden. Könnt ihr mich doch nicht begrüßen hier. Bin ich immer noch nicht. Okay, hier habe ich glaube ich alles weiter eingenommen. Daisy Fitzgerald. Ja. Haben wir hier. Chandlin noch Platz da. 9. Chandlin, Zelle Nummer 9. In der die Zelle ist, wahrscheinlich hier hinter. Das wird nicht lange dauern. Ich habe mittlerweile für Leute wie Fink gearbeitet. Wirklich? Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunk machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? Wegen Leuten wie mir. Geschafft. Okay. Was war das? Hilfe! Ein Headshot war das. War ein zweiter Headshot? Gut. So löst man Probleme. So. Ich hab Geld gefunden. Immer her damit. Danke. Boah, schon über 3000 jetzt mittlerweile. Hey. Ja? Das ist es. Das Buch für den Uhrenladen. Ah, sehr gut. Kann ich dann nachher nochmal wieder hingehen? Guck mal, da habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Was für... Was? Okay. Das ist ja perfekt. Was ist das hier? Hier gibt's eine Vorstellung, ja. Sag uns, was du mit dem Fitzroy weißt, verdammtes Schlitzauge. Wir wissen, dass du uns verstehst. Willst du was sagen? Oder sollen wir Mrs. Lynn auch herholen? Schütte mir ein Kübel Eiswasser drüber. Wir müssen heute noch drei verhören. Oh. Ist da jetzt noch was, oder? Salz.
Ja, aber wir müssen ja irgendwo jetzt gleich hin. Was riecht denn hier so? Hier unten gibt's keine Klos. Sie behandeln sie wie Tiere. Oh, da war daneben. Warum rennst du immer von meinem... Hau ab! Ich hab Munition! Ja, her damit. Gut, dass es da oben mal gleich nachgeladen ist. So, dann nimmt das Ganze mal an. Schwarze höher zu besteuern als Weiße. Ist das nicht grausam? Was muss man getan haben, um an so einem Ort eingesperrt zu werden? Fink braucht keinen großen Grund. Nein, anscheinend nicht. Schwarzen und roten Mann zu verweigern, ist das nicht grausam? Aber die eigenen Geschöpfe aus dem Paradies zu vertreiben, ist das nicht auch grausam? Oder die eigene Gefolgschaft in Wassermassen zu ertränken? Grausamkeit kann lehrreich sein. Und was ist Columbia anderes als die Schule des Herrn? Huh? Ach, die gehen einfach so auf. Okay. Das ist ein sehr sicheres Gefängnis anscheinend. Hier haben wir die Gefängnistüren aufgehen. Nummer 9. Nummer 9 ist versperrt. Nummer 6 oder 8 auch. Schauen wir doch mal. So, Elizabeth? Das kriege ich hin. Hier ist es, oder? Ja, Nummer 9. Wieder. Erledigt. Der Witz, Sie sind ein Löwe. Aber man kann mir nicht vorwerfen, wenn ich meine Interessen wahre, oder? Ich weiß, Daisy Fitzroy hat eine Berufung. Doch Sie werden merken, dass sich Ihre Wege trennen. Löwen ziehen mit Löwen, DeWitt. Nicht mit Hyänen. Das ist ja eine riesen Gefängniszelle hier. Uiuiui, das sieht aber schon mal wieder. Sieht schon wieder nach Resident Evil aus, Hemi. Oh ne. Das gefällt mir gar nicht. Also ein dunkler Raum oder ist ein Button, den man drücken soll. Ui, wir haben aber. Ja, was soll man dazu sagen? Wir haben ihn ja als Clown geschminkt, ich glaube. Ach, zu spät, verdammt. Fink, das hat er gemeint. Jetzt müssen wir uns einen anderen Waffenschmied suchen. Nein. Tod ist tot, Elizabeth. Tod ist tot. Was? Was zum Teufel? Ich sehe Kopf. Und ich sehe Zahl. Nur eine Frage der Perspektive. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Comstock? Was wollt ihr? Was sieht man hier? Aus diesem Winkel. Tot. Hör zu. Und so? Am Leben. Booker. Chen Lin. Die Leiche ist weg. Sie war niemals hier. Ein anderes Columbia. Ein andersartiges. Die gleiche Münze. Eine andere Perspektive. Kopf. Zahl. Tot. Am Leben. Wir müssen durchgehen. In dieses andere Columbia. Aber wie? Es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Die sind verrückt, die beiden, Amy. Wenn wir diesen Riss betreten, dann gibt es, glaube ich, kein Zurück. Willst du das wirklich? Haben wir denn wirklich eine andere Wahl? Okay, öffne ihn. Da. Kein Blut mehr. Und keine Leiche. Eine andere Welt, Booker. Warum? Ein anderes Columbia. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Okay. Okay, wer? Ich nehme das mal. Draußen meckern die Leute schon. Hoppeli. Ich glaube, da ist irgendwie ein Aufstand. Aber
Sehr verwirrend. Stimmenbänder, oder? Hier sind Gefangene. Und der Vox Populi. Aber wir leben hier noch alle. Kann denen nur leider nicht helfen. Wieso Chen Lin wieder lebt? In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Verrückt. Oh? Achso. Warum sagt sie ständig irgendwie, oh? Was ist gar nichts los? Diese Männer. Ich hab sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Aber was haben die? Haben die... Booker, sieh mal, sie haben alle Nasenbluten. Koks. Das müsste Koks sein. Ich bin angeekelt. Angeekelt. Was ist mit ihnen? Sie erinnern sich. Woran denn? Daran tot zu sein. Ich hasse einen von mir. Wen hasse ich? Ich weiß es nicht. Wir sind zwei. Welcher ist es ich? Und welcher hasst wen? Das nimmt ja eine komische Wendung gerade. Der nochmal Nachkampf angeht. So, wieder ein Schuss in Treffer, komm. Waren das noch nicht alle? Welt war er es, der da an der Wand hing. In der anderen Welt? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Ja, das ist... Der durcheinander alles gerade, stimmt. Das alles noch nicht so wirklich einen Sinn. Ist ja schon zielstrebig unterwegs. Will allerdings auch nicht wissen, was mir jetzt da draußen wieder erwartet. Ich werde es sehen. Lässt sie euch nichts als ihr Hohn lachen.
Oh nö. Da ist der! Da, der da! Okay! Oh, da kommen schon Granaten dazu. Ui. Ich finde schon was. Gut so. Das war's. Mehr hab ich nicht. Wo ist der Typ hin? Der wird doch jetzt. Der Himmel rennt auch noch. Oh. Ich muss mir so scharf wissen, wie wir immer aufhören. Hey, oben! Yep, okay. Ich meine, wie weit kann denn der schießen? Oh, den habe ich endlich mal. Das war's, so. Meine Güte. Als. Okay, hier war ich doch vorhin schon mal, ne? War hier nicht irgendwo dieser. Was hier? Wie war das? Was soll? Müsste sie doch eigentlich entziffern können, ne? Gut, eine Sekunde. Ja. Die kaputte Uhr schlägt um Mitternacht. Welche Uhr? Die hier scheint's zu sein. Stell sie auf Mitternacht. Hier? Soll doch. So, das hat sich ja gelohnt. Ich kam nach Columbia, weil ich an Gott. Nehme ich das Schild oder nehme ich die Gesundheit? Ich nehme das Schild. So, wenn die Schleppen das schön stark ist. Glaubte. Aber Slate hat mir klar gemacht, es liegt nichts Göttliches darin, seine Brüder aus der Gemeinschaft der Menschen auszuschließen. Und es ist nicht ehrenhaft, diejenigen zu verteidigen, denen der Begriff Ehre fremd ist. Vielleicht gibt es in Finken noch wen, der okay. Es wert ist. Da. Schätze, aus dem Job für Fink wird nichts. Warum? Warum? Verstehe ich jetzt nicht. Wupp, einmal Schuss hier. Ich
Nee, das habe ich jetzt nicht einmal getroffen. Genau. Okay, so einfach der Granatwerfer. Ob ich das hier nichts übersehen habe. Wir dann noch weiterkommen. War ich doch auch schon mal eben. Vielleicht zum Anfang. Ach ja, Shen Lin, wenn er jetzt so am Leben ist, sollte ich ihn jetzt eigentlich treffen. So die Theorie zumindest. Werden wir jetzt sehen. So. Hörst du irgendwas? Hä? Keine Maschinen. Keine Geräte. Suchen wir diesen Waffenschmied. Vielleicht ist er jetzt oben. Booker, da. Was? Der Schrein. Jetzt ist er eine Figur von Comstock. Okay. Macht ja eigentlich sogar noch weniger Sinn. Moin. Mr. Lin? Chen Lin? Verzeihung, Chen Lin? Wer seid ihr? Sprechen lauter! Lauter! Ich nichts hören bei dem Lärm hier. Sehr laut! Ich bin Booker DeWitt. Zurück! Diese Maschinen sind sehr gefährlich. Warten unten bei Mrs. Lin. Daisy Fitzroy schickt uns. Wir müssen sie sprechen, wegen einiger Waffen. Maschinen sehr gefährlich. Kein Ort für Dummköpfe. Wollen hübschen Kopf verlieren? Mr. Lin! Unten! Was hat er denn nur? Wie er da tot in der Zelle lag. Vielleicht erinnert er sich irgendwie daran. Wie würdest du das verarbeiten? Ich weiß nicht. Soll ich das wissen? Na gut, war Frau Lin ist unten? Heile meinen Mann. Beruhige seinen Geist. Lindere seine Last. Bring mir Chen Lin zurück. Verzeihung, Ma'am. Ich suche nach Mrs. Lin. Ich bin Mrs. Lin. Nein, ich meine eine kleine Chinesin. Sie war... Booker, das ist Mrs. Lin. Sie haben Chens Werkzeuge. Was ist er ohne seine Geräte? Nun, ihr Mann ist etwas durcheinander. Wenn er wieder arbeiten auch. Könnte... Ja, dann... Vielleicht... Mrs. Lin, wissen Sie, wer die Geräte Ihres Mannes hat? Verdammte Polizei! Hat alles mitgenommen und weggesperrt. In der Verwahrstelle in Shantytown. Okay. Hat sie recht? Würde es ihm helfen, seine Geräte wiederzukriegen? Wen juckt's? Vermutlich. Wenn Chen Lin seine Werkzeuge nicht hat, kriegen wir keine Waffen. Wir müssen nach Shantytown. Also diese Bioshock-Spiele schaffen es immer wieder, einen noch verwirrter dazulassen. Verdoppelt sich auch einfach mal die Welt. Na gut. Hast du bemerkt? Lin hatte Nasenbluten. Und Ohrenbluten. Scheint in Mode zu sein. Dieser Riss. Ob das so eine gute Idee war? Das werden wir jetzt rausfinden. Eine Kuh kann kein Löwe sein. Und warum solltet ihr das wollen? Wer will schon all die Verantwortung und Sorgen? Macht schön eure Arbeit, schön. Hält euer Essen, geht schlafen. Einfach halt. Du scheißt genau da drin. Ja, das klappt doch schon mal gut. Schießt einer von links. Ah! Hier ist doch irgendwo noch was. Was
denn hier Schönes gefunden? Ein Hut. Ein Triebelkopf. Egal. Ich muss auch nochmal verwalten meine Kleidung. Irgendwie nutze ich die gar nicht. Wirklich. Das war's. Sehr gut. Wie spektakulär ist es jetzt zwar nicht, aber... Das ist ja im Zweifel auch nicht. New Worker Introduction Center. Shantytown, da. Da müssen wir hin. Da sollen die Geräte versteckt worden sein. Mehr Geld. Na her damit. Bei 4000. Komme ich dazu, das aus. Jetzt komme ich dazu, das mal auszugeben. So, was haben wir hier? Vigor, Dollarbill. Gut, hier komme ich den Teufelskuss. Hilfe. Mini-Cluster für größeren Wirkungsbereich dazu nehme ich. Ja, nur cool, wenn ich das immer noch mal ausstatten kann. Und Teufelskurs Boost nehme ich auch. Bin ich Geld los geworden. Kann ich nur Munition kaufen? Brauche ich erstmal nicht. Wenn du Fragen hast, nur zu. Fragen worüber? Meinen Finger. Ich, den Finger? Sorry. Schon okay. Ist mir genauso ein Rätsel wie allen anderen. Vielleicht weiß Songbird Bescheid, aber der spricht nicht. Hey, tut mir leid. Wieso? Ich kann meinen Makel ja mit einem modischen Fingerhut kaschieren. Angeblich der letzte Schrei in Paris. Okay. Ich habe allerdings noch ein paar mehr Fragen, also das ist nicht die einzige. Darf ich da jetzt einmal durchgehen? Sie könnten mich ja jetzt sehen, also... Dürfte es doch erstmal kein Problem geben, oder? Oder? Ich muss ja jetzt nicht direkt Stress machen, das brauche ich nicht. Ja, hallo. Wow, was war das denn? Sag mal, dir ist gerade eine Granate ins Gesicht geflogen. Was soll das denn überleben? Du überlebst auch alles. Das ist ja auch entspannt. Das ist... So, ne. Genau ist die Säcke geflogen. So, das war's. Nun wir alles einsammeln. Machen wir das Maschinengewehr. Macht es schon wieder. Was auch immer dann am Ende heißt. Granatwerfer. Okay. Ich hoffe ja immer noch, dass das Spiel sich die ganzen Fragen nachher auflösen, wie in so einem guten
guten Film irgendwie, wo man erstmal vor tausend von Fragen gestellt wird und nachher lüftet sich nachher das Geheimnis. Lucky Number 11 fällt mir zum Beispiel ein, der Film. Wo man auch die ganze Zeit irgendwie total verwirrt ist und ich weiß, worum geht's überhaupt. Und nachher löst sich mit einer Aktion alles auf und denkt, alter Schwede, was ist das hier, da haben wir. Ich glaube, sonst hätten auch nicht so viele Spielemagazine so extrem positiv über das Spiel berichtet. Du hältst mich wohl für so eine Art Freak. Ein Mädchen, das Tote aufwecken kann. Dessen einzige Bekanntschaft ein riesiges Vogelwesen ist. Ich muss lächerlich wirken. Du hast nur schlechte Karten erwischt. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück, auf gar keinen Fall. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was habe ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst? Gut. Ich bin ganz unten angekommen. Ihr sollt so hungern, dass die Kraft nur zum Betteln reicht. Ihr sollt so unwissend sein, dass ihr eure Probleme nicht lösen könnt. Ihr sollt hinter dem allmächtigen Silver Eagle herlaufen, um alles kaufen zu können, was sie euch andrehen, um euch klein zu halten. Aber Daisy Fitzroy sagt, es gibt einen anderen Weg, und zwar schon sehr bald. Mhm. Oh, bleibt ihnen wahrscheinlich auch nichts anderes übrig. Hungry, please help. Wir sind jetzt hier wirklich in der Gosse angekommen. Erinnert mich nicht daran. Ist schuld am Zustand dieser Leute. Vielleicht hat Daisy recht. Vielleicht sollte sie ihm das alles heimzahlen. Aber erst bezahlt sie uns. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Trotzdem essen wir denen erstmal alles weg. Wir könnten direkt zu der Polizeistation gehen. Oder wir sehen uns in der Bar um. Was meinst du? Ich hab Bar. Achtung! Upp. Privilegiertes Pack. Hast du mal Kleingeld, Freund? Nicht alle hier stehen in Lohn und Brot. Und man muss ja was essen. Also, wenn ihr mich überfallt habt, dann probiert. Selber schuld. Selber schuld. Versuch mich hier zu überfallen. Achso, und hier liegt das Geld rum, oder was? Ja, ja, richtig. Ihr Schweine. Schweine noch runter. Hier ist alles rum, wir müssen nur mal. Naja. So. The Graveyard Shift. Das ist die Bar. Ist sie. Was? Wir haben sie erstmal weggeschleppt hier, ey. Was wollen Sie mit dem Ding hier? Einen maligen Käfer? Hallo? Er nimmt die Waffe in die Hand. Okay. Verstehe. Und ihr seid, glaube ich, das Gefühl. Okay, hätte ich vielleicht nicht nehmen sollen. Uiuiui. Warte einen Moment. Ich wollte doch nur Seid klauen. Ist ja wohl schön. Na gut, ein bisschen eskaliert. Oh, Ruhe hier. Huh?
eine Gitarre. Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better home awaiting in the sky. In the sky. Gut, das kam jetzt unerwartet. Ach toll, wie die direkt harmonieren miteinander. Kennen sie nicht. So. Schlüssel. Wofür auch immer. Auch zum Entriegeln finden. Wenn man gezwungen wird, in den Untergrund zu gehen, dann sieht man die Dinge von unten. Und unten, auf dem Boden der Stadt, sah ich Feuer brennen. Und Feuer erzeugt Hitze. Aber es hat keinen Mund. Daisy, nun, sie hat ein Mundwerk, das für alle Feuer Kolumbias reicht. Okay, Emma muss hier eine Kiste sein. Frage, ob ich die Kiste auch hier unten finde. Und wieder Kohle. Das liegt hier überall rum. Ja, irgendwie werde ich die wahrscheinlich nicht hier finden. Gut, dann kann ich jetzt auch weiter zur Polizeistation gehen. Oh, jetzt kann ich noch alles auf. Was? Oh. Was denn? Irgendwie habe ich das Gefühl, die will mir mal Hinweise geben und. Hier ist auch keine Kiste, die jetzt. Lockpicker. Okay. Ich will schon mal, ob ich jetzt hier noch irgendwo eine Kiste finde, die ich dann damit aufmachen kann. Sind wir rausgekommen? Gib ja ganz, we need food. Hm. Hau ab, du Penner! Oha. Das kann ich aber gebrauchen. Du, die verdammte! Ich hab bereits gemacht! Hallo! Ich wollte hier keinen Stress machen, ich hab nur geguckt. Jetzt mir natürlich trotzdem geklaut, aber. Muss ja keiner wissen jetzt hier. So, einmal hier schön reinhauen. Ist tatsächlich gelohnt. So, und das mache ich wie abermals ins Schild, setze ich das. Perfekt. Okay. Wie geht denn jetzt hier? Das ist echt. Ich bin nur am Gucken und die rasten ja alle direkt aus. Hier liegt schon wieder das Geld rum. Okay. Da drüben ist ein Riss. Fester, schlag fester zu! Nicht die gekommene Delle, verdammt! Ich hab Hunger, Bill!
Jetzt liest du schon über Geld. Oh! Ey, drauf kommen können, ne? Eieiei. Ei, ei. Die Schweine wollten den Automaten ausrauben. Ich bin im Recht. Ich habe das verhindert. Wenn sie irgendwo anstehen, ne? Mit diesem Teil Lebensmittelsäcke. Ach, hätte ich die jetzt aufgestellt, wäre ich hier. Oh. Die Situation hätte ich anders lösen können, sehe ich gerade. Schützen Sie Ihre Frauen und Ihre Schätze. Okay. Ich glaube, das wäre anders zu lösen gewesen. Hätte ich diesen Riss aktiviert? Und wenn die da hingerannt? Fertig. Wenn sie sich hier schön bedienen können. Bis jetzt sagt das nicht. Ah. Hat diesen Rübenfaden Beigeschmack. Hätte ich das nicht vorher wissen müssen. Cross. Gönnen sie erstmal richtig schön ein paar Bohnen. So. Es gibt hier wohl nichts zu finden. Deswegen würde ich gerne wissen, wo ich die noch anwenden kann. Munition, Munition. Geld. Neuer Hut, elektrische Berührung. Muss ich mir echt mal den Aufwand nochmal machen, die Ausrüstung nochmal festzulegen. Und nochmal, klappt nicht mehr. Da ist die Verwahrstelle. Wir müssen an der ganzen Armee vorbei, um an die Geräte zu kommen. Ich habe eine Idee. Ja. Was haben wir hier? Zum Salz. Salz ist voll. Okay, da rüber muss ich. Ja, ranhängen. Nur die Ruhe, alles in Ordnung hier. Wo bist du denn? Ach da. Da wäre noch Salz und da habe ich ein Fernglas oder was ist das? Oh! Oh nein! Daneben! Oh, ich Idiot! Ich Idiot! Oh, scheiße. Ich wollte eigentlich nur drüber springen. Was ist das hier? Einfach nur ein Fernglas. Oh, Mann. Eskaliert das schon wieder hier. Tschüss. Oh. Ja. Oh. Lass dir ruhig Zeit. Ah, scheiße. Oh, das ist schlecht, das ist schlecht. Uiuiui. Super, Achtung! Gut. German Strammwurf, ey. Ich muss gucken, dass sie die Dinger abgeschossen bekommen. Uiuiui. Ich weiß gar nicht, wo ich da draufziehen soll. Treffer. Ich weiß nicht, sehe ich ihn noch nicht. Was kann ich machen?
Oh, jetzt habe ich mir natürlich das Leben selber schwer gemacht. Was hält denn das Ding aus? Was war das? Moskito. Oh, da komme ich nicht ran. Nein. Hätte es eben auflösen können. Den da, los! Aber klar! Gut, der regelt schon mit den anderen Kram jetzt. Uiuiui, der wird aber gleich abstürzen, wenn das so weitergeht. Sieht aber ganz schön viel aus. Meine Güte. Und der ist weg. Und kaputt, kaputt. Schieß noch einmal drauf. Ja, sehr gut. Und die halbe Mitte jetzt noch die einzelnen Soldaten hier. Die sie noch irgendwo zeigen. Hören tue ich sie aber drauf. Perfekt. Wo? Oh. Oh nee! Das Getriebe! In ihren Rücken durch ihn schießen. Das ist gar nicht so einfach. Oh, der ist schon kaputt. Noch schön als Grabschütze, wenn wir durch die Gegend schießen. Die Legende. Moin, moin und herzlich willkommen. Was schießt er noch? Das war's endlich. Meine Güte. Nur weil ich das eine Mal falsch gesprungen bin, das kann ja echt nicht sein. Und hier rauf? Muss kurz ohne mich gehen. Warum? Gut, und dann muss ich da jetzt irgendwie versuchen hochzukommen. Das heißt Achterbahn fahren. Machen wir hier nach oben. Jetzt durchsuchen, mal gucken, was ich hier noch finden kann. Ein Panzerfaust, nein. Elizabeth? Der kümmert sich schon mal darum. Munition gefunden. Oh, der war daneben. Wie viele sind denn da? Das gibt's noch nicht. Ja, richtig. Noch mehr Sachen. Raketenautomat, richtig. Los, hätte ich das vorher gewusst. Der sollte das regeln, oder? Ich bin ganz schön groß hier draußen. Stop the box. Sieht auch gut aus.
Da ist das? Was ist denn da unten noch los? Achso, da komme ich dann nach oben. Du bist ein Narr, Jungchen. Oh. Hui. So. Was ist das? Was ist das? Gut, ich müsste jetzt nochmal da irgendwie nach oben kommen, ne? Komme ich da überhaupt nach oben? Irgendwie? Nee, ist nicht rüber. Nee, 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 hier komme ich nicht hoch. Das ist immer noch die Fortsetzung vom letzten Mal, genau. Mittlerweile gibt es auch noch eine Parallelwelt, um das Ganze nochmal noch ein bisschen undurchsichtiger zu machen. Wo ist sie jetzt eigentlich? Mach mal auf. Okay. Bitte sehr. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir sind mit dem Luftschiff sind wir tatsächlich erstmal entkommen. Dann haben wir uns geschritten. Ja. Und wurden dann überfallen. Das mal so als kurze Zusammenfassung. So, jetzt sind wir in der Polizeihalle. Sieht aber auch pompös aus hier. Ja, setz dich erstmal, genau. Ich hier schon alles durchsuche. Nicht zu verdenken. Es ist allerdings auch. Die Story findet ja irgendwie auch nicht so einen klaren Handlungsstrang irgendwie. Man wird erstmal. Dann will ich da mir jetzt schon eine Deckung. Jetzt! Ich bin immer noch optimistisch, dass einmal der Punkt kommt, wo man sagt: Ah! Das ist genial, weil das ist ein Gatling dann. Los! Mach! Okay! Achso. Komm schon, komm schon! Motorisierter Patriot! Oh! Wow! Ich verfehle nie mein Ziel! Gut. Wo seid ihr? Das war's. So. Das ist ja auch keine normale Frau hier irgendwie. Brauche ich den Augen? Stirb bei der Schrift. Ey, ich weiß das auch noch nicht. Also es wurde ja hochgelobt von sämtlichen Spielemagazin, das Spiel. Warum habe ich noch nicht kapiert, aber rede ich mir immerhin oder weiterhin noch ein, dass das einmal kommt, dieser Moment, wo man in dieses Aha-Erlebnis kommt. Was haben wir denn da? Ne? Ist er wieder voll? Gebt ihm den Rest! Och nö! So, ja. Wo auch immer der jetzt nochmal wieder herkam. Klinge, bin ich wahrscheinlich nachher wieder, habe ich keine Munition mehr, das ist dann auch nervig. Gut, mal nach oben soll es wohl gehen.
protecting our race. Das ist deine Schuld! Locker Room, ne? Also mal umziehen. Bin gespannt, ob man hier was findet. Na da. Nichts, nichts. Langweiliger Raum. Streetwood. Ja, das soll ja auch irgendwann nochmal kommen, aber da brauche ich auch mal ein bisschen mehr Zeit. Jetzt letzte Woche hatte ich zum Beispiel Frühdienst, da war sowieso nichts wirklich möglich. Deswegen war ich da auch kaum online. Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet's mit Fitzroys Leuten einen... Weiter ins Schild oder tatsächlich mal jetzt wieder in Gesundheit? Was? Oh nein, ich konnte die Tonika die ganze Zeit durchwechseln. Oh, ich dachte, das geht nicht. Beheben. Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt. Das ist ja auch genial. Ich dachte, ich habe die ganze Zeit Q gedrückt, wechselt aber nur die beiden letzten immer durch. Hätte die ganze Zeit durchwechseln können. Na gut. Was war das denn? Oh. So. Du musst ein Schloss knacken. Ist ja gar kein Problem für sie. Drückt da mal ein bisschen gegen und... Fertig. Ist nicht wirklich ein Problem. Das ist aber nur die Waffenkammer. Oh, hier haben wir schon den nächsten. Weiter das Schild ausbauen? Hm. Jetzt mache ich es dann tatsächlich doch nochmal mit Gesundheit. Ich fühle mich schon besser. Hier gibt es nochmal einen neuen Hut. Güte des Lebens. Muss ich mich nochmal drum kümmern. Wahrscheinlich, also vielleicht brauchen wir es auch gar nicht irgendwie. Das ist wirklich immer neu ausrüstet. Was haben wir denn hier für eine Lures? Panzerfaust. Hier haben wir Karabiner ohne Ende. Okay. So, hier oben haben wir jetzt erstmal alles durchsucht. Dann lass es wieder runtergehen. Bin mir noch nicht sicher, wo es dann lang geht. Hier kamen wir rein. Da hinten geht's runter. Ja. Selbst meine Mutter kennt mittlerweile Stan, also. Da sind sie, die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Ja, gar kein Problem, einfach die Geräte dahin zu schaffen, wahrscheinlich. Kriegst du es auf? Ich probier's mal. Du hattest noch nie Schwierigkeiten mit irgendeinem Schloss. Fertig. Das sieht sie auch null. Hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Aber das Luftschiff kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Reden wir uns das nur ein, so. Nee, Waffenschmieden. Geräte. Founders will be bleed. Okay. Die Gründer werden bleeden. Aber wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. Mensch, mach doch einen Riss. Was ist das? Ja. Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer
anderen Version dieses Raums ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind, dann müssen sie in der Werkstatt. Luca, wenn wir diesen Riss betreten, ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Öffne den Riss, ja, da bleiben wir anders übrig. Mach. Anders kriegen wir die ja auch nicht weg hier. Tja, das hat irgendwas bewirkt. Los, gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen sie hier. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier. Burstgun. Burka, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Oha, was ist denn da los? Oha. Also jetzt sind wir wieder in einer anderen Parallelwelt. Habt ihr einmal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen? Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Oh. Sie wissen, was kommt. Aber die fetten Bären mit ihren Bäuchen voller Honig, tja, die kriegt man kaum dazu, aus ihrem behaglichen Winterschlaf aufzuwachen. Wir gehen nach Emporia. Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Spürst du es? Daisy hat diese Menschen erreicht. Man kann etwas ändern und wir können unseren Beitrag leisten. Ich will keinen Beitrag leisten. Bombe? Sobald wir bei dem Luftschiff sind, sind wir hier weg. Sieht mir aus wie eine Mine irgendwie. Hier will ich gegenkommen. Dann bin ich mal gespannt, was mir jetzt da draußen erwartet. Eine Revolution. Oh, diese Kübel noch, okay. Viele Waffe auf jeden Fall. Ein riesiges Durcheinander hier. Wo muss ich überhaupt hin? Ah, rein ins Durcheinander hier. Ich kann hier nicht zwischen Gegnern und... Verbündeten unterscheiden. Schon besser aus. Ja. Als ich jetzt endlich mal kapiert habe, wie man die Tonika durchwechselt. Idiot. Revolution. Gewitt. Jetzt bin ich auf einmal der Held, ey. Das gibt's doch gar nicht. Das wird immer durcheinander. Wer singt hier? Sie sind Booker DeWitt, der Held der Vox. Verdammt, was reden die da? Sieh mal das Plakat. In dieser Welt bist du ein Held. Ich weiß noch, ich führte die Vox. Ich, Slate und ich brannten die Hall of Heroes nieder. Booker, deine Nase. Sie blutet. Ich kann kaum denken. Ich habe zwei Erinnerungen an dieselbe Booker, Sache. Komm zurück. Wir finden Daisy Fitzroy. Und wir verschwinden von hier mit der First Lady. Los, komm. Hallo. Booker DeWitt starb für
diesen Tag. Ich starb? Also, in dieser Welt warst du ein Märtyrer. Diese Leute brauchen bessere Helden. Genau betrachtet unterscheiden sich Comstock und Daisy Fitzroy letzten Endes nur durch ihren Namen. Verrückt. Wir waren mal der Held hier, ne? Der Welt. Auf in den Tag! Wie sollte es anders sein? Sinn macht das alles noch nicht. Wo ist er hin? Los, mach! Geht klar! Ich hab noch nichts. Gut. Laufen wir mal über die Flanke hier. So, jetzt wollte ich nämlich zum Beispiel diesen Elektroblitz. Sehr gut. Uiuiui, fuck it, aber nicht. Habe ich uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oder habe ich eine erschaffen? Cupido bewacht Geheimnisse. Die Verbündung? Wow. Was läuft mit der Revolution? Das ist ein riesen Durcheinander. Ich muss jetzt einfach zum Waffenschmied einfach nur. Waffenschmied war hier hinten. Ist er versperrt hier oder was? Ich wollte gar nicht, dass das passiert. Elizabeth. Sie sind tot, Booker. Komm, verschwinden wir. Gehen wir in die Fabrik und holen uns das Luftschiff. Es ist nicht deine Schuld. Nichts von all dem. Du hast eine Tür zu dieser Welt geöffnet und bist durchgegangen. Sicher, Booker? Habe ich uns in eine Welt gebracht, in der Chen Lin noch lebte, oder habe ich sie erschaffen? Oder da speist doch gerade jemand. Ich sagte dir ja. Ich habe das immer als eine Art Wunscherfüllung betrachtet. Hier wurde der Wunsch wahr. Brüder und Schwestern, ich
schnell ab. Zu den Schreibern! Das ist eine gute Frage, wie lange das noch dauert. Na dann. Oh, ey, ja, ja, die kommen aber genau entgegen. Da. Ein heilloses Durcheinander hier. Das ist ja. Ich renne hier einfach mit eigentlich. Sehen nur. Hat die Fabrik wird angegriffen. Die kriegen die Tür nicht auf, solange niemand das Luftschiff runterholt. Alle den Zeppelin aus, ja. Wie kann ich denn jetzt mal landen? Hallo? Ah, ich bin noch höher. Da ist der Zeppelin. Ja, jetzt müssen wir nur irgendwo mal landen können. Da hätte ich landen können. Oh, noch, ne. Irgendwelche Haken und ich komme da irgendwie rauf. Hm. Eine Achterbahnfahrt hier. Ich sehe jetzt hier keinen Haken oder irgendwas, wo ich mich mal ranhängen könnte. Wo bin ich am geblieben? So, gleich fahre ich da wieder nach oben. Jetzt ist viel zu weit weg. So, jetzt kommen wir hier gleich wieder auf relativ weit nach oben. Ja, jetzt müssen wir mal irgendwie was finden. Ich darf nicht raufschwimmen, doch. Ich also, muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Gut, sehr gut. So, jetzt kommen wir hier am Anhieb. Wir sind bereit. Wupp. Seht zu, dass ich noch was finde. Okay. Was muss ich damit machen? Da mal reinschießen, wäre wahrscheinlich nicht so viel bringen.
die Augen des Vogels. Hier, das wird helfen. Gnade ist Sache des Herrn. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Okay. Natürlich eigentlich ins Getriebe schießen, aber war doch gar nicht so einfach. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Okay. Ah, die halten immer ein bisschen mehr auf. Den Antrieb lahmlegen, ja. Was haben wir hier? Motor zerstören, klingt gut. Okay, und jetzt runter von dem Ding. Super. Oh, fahr ich weg. Oder? Wieso ist es von mir? Boah, was ist da denn los? Das Ding kommt gerade runter. Ui. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wo die Fabrik war. Wahrscheinlich da, wo das Konfetti fliegt. Mir hier so ein bisschen durcheinander, ehrlich gesagt. Das sieht ein Gebäude aus wie das andere. Aber ich glaube, wenn da hinten Flacken wehen, kann das nicht so schlecht sein. Das sieht ja cool aus. Work. Moment. Welche Richtung geht denn das jetzt? Hier ist die Deckung? Okay, also in die Richtung. Ah, Tor ist offen. Sehr gut. Ping. Okay, das war unglaublich. Elizabeth, suchen wir Daisy in der Fabrik. Kommst du heute noch, oder? Holen wir uns ihre Köpfe! Revolution mit 5 Leuten. Jeder normale... Also der normale Menschenverstand würde sagen, okay, wir sind ein bisschen wenige. Sammeln wir uns nochmal, aber... Hier klappt alles. Wow! So, Revolution läuft. Sorry. Ach. Dann schießt er direkt hin. Wow. Aber ich habe einen aus Versehen angeschossen. Jetzt schießen die alle auf mich. Das kann nicht wahr sein.
Sorry. Kann doch nicht sein, ey. Ist nicht halt auf mich. Boah, hab ich direkt mal meine eigene Revolution in die geballert. Ja, was ist denn da Sache? So. Weitere Lockpicker. Aber eigentlich gerade wo wir reingehen. Daisy sagte, sie kommt und holt sich Fink. Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der fährt bestimmt in Finks Büro. Okay. Vermutlich das Ding, was hier so schön beleuchtet ist. Um. Ah. Die sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Warum? Maylin? Mr. Lin? Mein Gott, ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht... Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht. Aber... Oh. Hallo. Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Vox Populi. Entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Ich? Ich mache alles komplizierter? Das ist ein krasser Vorwurf. Sind das Feinde? Das sind Feinde mittlerweile. Jetzt... Eben rennen die mir mit mir zusammen noch die Bude da ein. Ich glaube, die greifen mich gleich an. Wer schleicht hier rum? Gut, jetzt bin ich mittlerweile komplett raus. So, ich soll jetzt die First Lady, also das Luftschiff, wieder erlangen. Die Mission ist klar, aber... Die Revolution hat sich jetzt auch gegen mich gewendet. Oder was? So, was haben wir hier? Wir haben Munition. Salz 100%. So, dann kriege ich jetzt zum Beispiel die Schockkette-Hilfe schon mal. Habe ich genug Geld? Habe ich. Pain Boost. Habe ich noch mehr Geld? Ich habe tatsächlich noch Geld, um hier die Bronco-Hilfe. Crane Boost. Den Crane Boost. Geld ausgeben. Wo das große Tor jetzt geht durchgehen. Oh, hier, direkt hier Kohle. Noch mehr, danke. Sehr gut. Und noch mehr Geld.
Und da unten auch noch. Hey. Zack, schon wieder 1400 zusammen. Läuft. Ich spaß erstmal. So. Hilf mir mal mit dem Schloss. Erledigt. Ich suche noch Salz. Oh. Was war das? Press to wash away your enemies. Hold to grab enemies and release to reel them in for punishment. Okay. Ich habe jetzt also die Macht übers Wasser erlangt. Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart. Obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas. Zum Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut. Was? Darf ich erstmal hier aufsammeln, oder? Nein! Aufhören! Tötet die Hochstapler und dann verbrennt ihre Leichen. Vorsicht, Fireman! Warte, das haben wir schon mal gut. Mal runterschieben. Na dann. Fertig. Was bringt das? Ah, ist das Luftschiff? Da muss ich hin. Hier. Perfekt getimed. Ich tu's. Ich helfe dich. Ja. Gehen wir nach hinten los. Bis zum Luftschiff. Also da rein. Handyman? Oh nö. Ich habe hier gar keinen Bock. Weil der Name völlig unpassend ist. Oh scheiße ey. Was bringt das Ding mir ein? Her zu mir! Oh! Hat er schon gewurzelt? Oh, dann werfe ich drüber. Warum ich davon nicht? Oh! Ich sehe es nicht. Oh, der ist jetzt schnell gefallen, na gut. Oh, neue Stiefel, sehr gut. Ich nutze eh nicht. Weiß nicht mal, von wo ihr schießt. Verdammt. Ich lass dich ausbluten. Hab Salze entdeckt. Da sind auch noch Salze. Oh! Da. Bist du noch da?
steht da oben drauf, ne? Ich will es gleich erfahren. Da ist er. Und tschüss. Meine Güte. So, jetzt kann ich hoffentlich wieder aufs Luftschiff und der ganzen Schose hier entkommen. Sind wir da nach oben? Da irgendwie rauf. Da sind wir. Nein, nein, nein! Was macht ihr jetzt? Das Kind um! Booker, wir müssen etwas tun! Wir müssen handeln! Wir müssen da rein! Ja, wie? Komm, Booker, wir müssen was tun. Heb mich hoch! Hebe sie hoch, ja. Los, hoch. Also. Geh zum Fenster und lenk Daisy an. Los! Juhu! Das ist es? Das ist deine Bewegung, Daisy? Es muss sein. Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut. Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach. Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen. Nur so ist man gesund. Elizabeth. Liegt wohl in der Familie. Ich soll sie trösten. Elizabeth. Wow, wow, hey, hey, sachte. Darf ich mitkommen? Rennen sie jetzt weg von mir. Was machst du da drin? Wieso kommst du nicht da raus? Ich will wahrscheinlich nie erfahren. Oder früher, als ich... denke. Na, setzen wir mal in den Kurs. Anscheinend auch Paris. Oder? Das sieht ja völlig aus. Hier finde ich New York. Sie hatten nur das. Hör zu. Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Gar nicht. Man lernt eben, damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. New York oder Paris? Los, wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. Wo's Ende? Es wird irgendeine Art Gashebel oder Beschleuniger geben. Weißt du, wie das Ding aussieht? Wow! Keine Ach du Scheiße, das Ding wieder. Wir suchen. Wow. Das ist es nicht. Doch, bestimmt. Nein, okay. Doch, nein. Doch. Versuch's nochmal. Okay. Warte sehr. Booker, wir müssen sie stoppen. Nein, das ist das E. Nein, das ist Booker, das schnell. Bestimmt. Nein, ist es nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Was sind das jetzt für Lügen? Das ganze Spiel kommt er wieder. Gut. Kommt er wieder? Schnell, Booker, schnell. Dann hey, nein, das ist es nicht. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Pass doch auf. Aufhören! Ganz sicher. Hört Gut, auf, ihr wisst nicht, sehr. Was ihr tut. Na also. Nein, jetzt habt ihr es geschafft. Er kommt zurück.
Die Noten waren korrekt. Das Instrument aber nicht. Beides muss stimmen, damit er reagiert. Aber wenn man es ihm vorsingen kann, bringt er einen hin, wo man hin muss. Was? Möchtest du etwas anderes hören, Bruder? Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Maestro selbst fragen. Und wo ist er? Natürlich. Wenigstens ist das Piano noch da. Na, Sinn macht doch mal wieder alles nicht. Das ist Comstock House. Wow. Dort sollten wir anfangen zu suchen. Wow. Wow. Das sieht schon cool aus hier. Wo sind diese Leute hin? Dorthin, wo es keine Vox Populi gibt. Das sieht ja schon mal gigantisch aus hier, aber... Bevor wir uns jetzt um das Leid der anderen kümmern, machen wir an dieser Stelle jetzt nämlich Schluss. Und zwar spielen wir dann, ich weiß jetzt nicht, ob das dann morgen direkt schon weitergeht. Ich werde es natürlich wieder ankündigen bei Twitter, bei Facebook und bei Steam. Ja, verwirrend ist die Story auf jeden Fall noch, irgendwie trotzdem noch so ein bisschen faszinierend. Und ich hoffe, dass da irgendwann dann auch der Moment kommt, wo man dann wirklich irgendwie geflasht wird. Muss man wahrscheinlich noch ein bisschen drauf warten, aber ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das alles zusammenfassen kann. Wir sind auf einmal in einer anderen Welt, dann sind wir schon wieder in einer noch komplett anderen Welt. Irgendwie, also macht irgendwie alles hier gerade nicht so wirklich den großen Sinn. Also ich kann hier nichts erklären oder irgendwie das versuchen, irgendwie aufzubröseln oder so, weil ich selber nicht weiß, was hier alles passiert. Nun denn, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Abend, einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die Woche. Und dann werden wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Oder in der kommenden Woche. In den nächsten Tagen. So, ja. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich zu bedanken fürs Einschalten. Das Spiel ist verwirrend. Aber das zieht sich schon durch die ganze Reihe. Das war schon bei Bioshock 1, bei Bioshock 2 so. Aber ich habe immer noch die Vermutung, dass dann noch der große Moment kommt, wo sich alles auflösen wird. Wo dieser große Aha-Effekt kommt und hoffentlich. Bis dann. Ciao.